Heute 100 Jahre Frühlingsfesteröffnung. Mal schauen, was uns der Tag so bringt. Neben mir steht jetzt der Herr Vogel. Wunderschönen guten Tag. Hallo, ich grüße Sie. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, auf die Eröffnung des Volksfestes? Ich habe mich heute Nachmittag in meinen Garten gesetzt und bin ganz ruhig und gelassen bei einer Tasse Kaffee und habe mir gesagt, jetzt dann kann es auf ein Bier losgehen. Also ganz ruhig und gelassen. Das bedeutet im Endeffekt keine genauen Vorbereitungen, einfach alles auf sich zukommen lassen. Alles auf mich zukommen lassen und hoffen, dass es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann geht die Welt auch nicht unter. Wir haben ja jetzt 100-jähriges Jubiläum. Wie viele Volksfeste haben Sie schon miterlebt? Also ich habe schon relativ viele miterlebt und auch natürlich mittlerweile relativ viele angestochen, aber miterlebt seit Kindesbeinen, also ich würde sagen ein halbes Jahrhundert, nicht aber ein Vierteljahrhundert schon. Dann auf ein halbes Jahrhundert, oder? Vielen lieben Dank. Alles Gute, danke, tschüss. Frühlingsfest-Wochenende gestartet. Wir freuen uns jetzt auf die kommenden 3 Wochen mit tollem Sonnenschein, einem super Wetter, einem friedlichen Fest.